Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar, gut gelauntes, leichtes, helles Leben. Ich bin Silja, Folge 169, was ich im letzten Jahr gelernt habe. Diese Folge ist meine Geburtstagsfolge. Wenn sie rauskommt am 20. Mai, hatte ich Geburtstag und ich mag sehr eine Folge im Jahr nochmal sehr konzentriert meinen Learnings zu widmen, wobei ja immer alle Folgen irgendwie meinen Learnings gewidmet sind, habe ich das Gefühl. Aber heute geht es um ein paar besondere Lektionen und ein paar Dinge, die passiert sind und wie ich da heute drauf gucke, und ich will dich ein bisschen mitnehmen auf diese Schau und hoffe, sie tut ja auch gut, weil ich glaube ja immer, wir sind auf dem gleichen Weg, alle gemeinsam unterwegs, und wenn mich was umtreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dich auch gerade umtreibt oder umgetrieben hat oder demnächst umtreiben wird. So sieht's aus. Aber bevor ich starte, gibt es eine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge, und das ist Brain Effect. Und ich möchte ein kleines Shoutout machen, weil Brain Effect jetzt auch mein Frühstück bereichert. Die haben ein Porridge rausgebracht mit Zimt und Haferflocken drin und so weiter, ohne Zucker und so. Ich mag es total gerne. Man kann es mit Wasser aufgießen und dann quillt das so ein bisschen vor sich hin, so 5 Minuten lang, einfach heißes Wasser drüber. Und dann habe ich ein paar frische Erdbeeren drüber gemacht und hatte die Idee, das Daily Gut Pulver, das Pulver von Brain Effect mit den lebenden Darmbakterien, mit drauf zu tun, sondern einfach ein bisschen unterzurühren und ein bisschen Joghurt noch, so ein Kokosjoghurt habe ich drauf gemacht, drüber zu tun, und es war so lecker. Ich kann es also sehr empfehlen. Von daher, wer auf der Suche ist nach einem gesunden Frühstück, guck mal auf der Seite von Brain Effect, und wenn du den extra Gesundheitsboost haben willst, ich habe das Daily Gut Erdbeer genommen, was gut zu den frischen Erdbeeren gerade passt und was ziemlich geil war, also kann ich sehr empfehlen, und du kriegst die Daily Gut Pulver entweder gemeinsam im Bundle, wenn du einfach dich direkt eindecken willst für die nächsten Wochen und Monate, oder aber auch zusammen mit Sleep oder mit den Gut-Kapseln, wenn du richtig so ein Rundum-Paket haben willst. Und ich finde, die Bundles lohnen einen Blick. Viel Spaß beim Shoppen. Der Code ist Silja15 für die Bundles, und natürlich gilt der alte Code Silja20 auch immer noch für Einzelprodukte. So, und jetzt zur Folge 52. Wahnsinn. Ich freue mich ein bisschen, dass ich 52 bin und es mir gut geht und ich so privilegiert bin, in einem Land zu leben, so viel Glück habe, in einem Land zu leben, in dem gerade Frieden ist und so lange schon Frieden ist, und mit vielen lieben Menschen um mich herum und einen Beruf, den ich liebe. Und deshalb beginnt die Rückschau auf meine Lektion mit einer ganz großen Portion Dankbarkeit und mit einer dicken Umarmung an dich, weil du diesen Podcast hörst. Und vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch schon länger. Und ich habe in der letzten Woche 500.000 Downloads erreicht mit Radikal Glücklich. 500.000 Mal hast du und andere mir Zeit geschenkt und mir zugehört. Und ich war einfach so gerührt, ich habe erst mal geheult. Und die Zahl sah ich auf mich zukommen, aber bis sie dann da ist, ist es ein bisschen surreal. Und ich mache den Podcast jetzt 3,5 Jahre ungefähr, nicht ganz. Und ich bin einfach dankbar, dass ich das machen darf und dass das Teil von meinem Leben ist. Dass ich meine Gedanken so frei teilen darf und dass es Leute gibt, denen, die das Lust haben zu hören und denen es gut tut. Das freut mich total. Mir tut es nämlich auch gut, das zu erzählen. Und ich habe auf meine 52 Jahre geguckt. Nicht auf alle, das habe ich mit 50 Jahren gemacht. Da habe ich mal alle Lektionen geteilt. Das verlinke ich gern nochmal in dem Blogpost zu dieser Folge. Sondern ich habe eher geguckt, wofür bin ich denn in diesem Jahr dankbar? Was sind denn so die Highlights, die so wirklich mein Leben leicht und wunderbar und gut machen? Und der Podcast und dass er gehört wird, ist ein großer Teil davon. Echt jetzt mal. Natürlich gab es noch andere Dinge, bevor ich zu den schwierigeren Lektionen komme, die mir in dieser Zeit einfach gut getan haben. Meine liebe Familie, ich habe einfach 3 so tolle Kinder, für die ich so dankbar bin und die
Zeit mit mir verbringen und ach, wo mir mein Herz weit wird, wenn ich nur dran denke und an meinen Mann und meinen Papa und meine zweite Mama und so. Das ist einfach so toll zu wissen, dass ich so gehalten bin, dass ich liebe Freundinnen habe. Und ja, das bedeutet mir alles sehr viel. Und das war natürlich das in dem letzten Jahr, was mich auch wieder getragen hat, so Abende zu lachen, in der Küche zu tanzen, meinen Mann zu küssen, gemeinsam irgendwie Weihnachten zu feiern und so weiter. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob du auch demnächst Geburtstag hast oder hattest, aber wenn du gerade in einem Tief bist, weil als ich heute Morgen aufgestanden bin, ist es Dienstag und es war diese, Montag war dieser Vollmond, der so krass war und diese Mondfinsternis. Und falls du auch so ein bisschen eine Schwere noch so Huckepack hast, dann schreib mal auf, für was du eigentlich alles dankbar bist in deinem Leben. Das ändert ja immer alles, ne? Sofort ändert sich die Energie, es ist so krass. Ja. Und weißt du, wofür ich noch dankbar bin? Ich kurz bevor ich zu der Lektion komme, nochmal kurz in der Dankbarkeit baden. Und vielleicht kannst du mit überlegen, was deine Punkte sind. Denk mal an deinen letzten Urlaub. Egal, ob du weit weg warst, zu Hause warst oder wo auch immer. Und wie geil das bitte ist, wenn man so einen richtig perfekten Urlaubstag hat. Und letztes Jahr war ich im Herbst im Lieblingshotel in Fuerteventura. Und wir hatten uns den Luxus gegönnt, so ein Daybed zu mieten, also wirklich maximale Verwöhnung. Und ich habe in diesem, alle waren schwimmen, ich war schon schwimmen, war erfrischt, lag im Halbschatten in diesem Daybed, habe ein geiles Buch gelesen, ich weiß noch, Radical Awakening von Dr. Shefali. Und habe nur gedacht, wie toll bitte ist mein Leben manchmal. Also eigentlich immer, ne? Aber manchmal halt besonders. So wie wenn irgendwie, wenn du denkst, so komm, jetzt lass mal die Farben richtig hochdrehen im inneren Film. Und daran musste ich denken, als ich heute diese Dankbarkeitsliste gemacht habe. Und weißt du, was auch passiert ist in diesem Jahr vom 51. zum 52. Geburtstag? Mein Buch ist rausgekommen. Ich bin jetzt offiziell richtige Autorin. Vorher hatten wir ja schon diese Kalenderbücher gemacht, wo ich auch schon so kleine Passagen über Yoga und so schreiben durfte. Aber jetzt ist ein ganzes Buch gekommen, wo alles Mögliche drinsteht. Von mir, aber auch ganz viele Techniken, die ich nutze, die ich jedes Mal im Coaching nutze, die ich für mich selber nutze. Die kann man nachlesen. Man kann quasi die letzten 10 Jahre im Schnelldurchlauf mit mir mitmachen. Die Erkenntnisse in einem Buch von 10 Jahren. Und ich habe den Vertrag unterschrieben für das nächste Buch, was ich jetzt bald anfange zu schreiben. Räusper, Themenwechsel. Ja, das ist wirklich toll und dafür bin ich dankbar. Und ich habe Yoga-Lehrerinnen ausbilden dürfen und bald macht die nächste Gruppe ihren Abschluss und sie wachsen mir immer so ans Herz. Es ist echt schlimm. Es ist echt schlimm, wenn man Leute begleitet. Es ist schön schlimm. Kennst du das, wenn du Leute begleitest und man teilt einfach so eine Vorliebe, so eine Liebe für etwas und man sieht Menschen wachsen, was ein Geschenk. Was ein geiles Geschenk. So, da habe ich heute drauf zurückgeguckt. Und ich habe eine Lieblingslektion aus diesem Lebensjahr. Und um die richtig einzuatmen, entspann dich. Lächel dir zu, atme. Denk dir, wie gut, dass es mich gibt. Also denk dir das für dich. Denk du, wie gut, dass es mich gibt. Und ich denke auch, wie gut, dass es mich gibt. Also weißt du, was ich meine? Nicht, dass du denkst, wie gut, dass es mich gibt. Also mich, Silja, sondern dich halt. Was hat jetzt Sinn ergeben? Ich weiß nicht genau. Aber sich kurz zu wertschätzen. Wir sind immer alle so streng mit uns. Schätz dich selber wert. Wichtig, dass du da bist. Gut, dass du da bist. Guck all das Leben an, was sich vor dir entfaltet. Und die ganzen Schwierigkeiten, wo du stöhnen kannst, wie ich bei diesem vermaledeiten blöden Vollmond. Nein, der Vollmond ist toll und so weiter. Aber oh mein Gott, hat der mich echt ganz schön mitgenommen dieses Jahr, diesen Monat. Und gleichzeitig die tollen Höhen, diese perfekten Urlaubstage, wie wild das Leben ist. Wahrscheinlich, wenn wir keine Vorlieben und Erwartungen hätten, wäre wahrscheinlich alles geil. Aber soweit bin ich zumindest noch nicht. Okay, bist du ein bisschen entspannt? Kannst du dir zulächeln? Meine beste Lektion im letzten Jahr ist, noch mehr zu lernen, Pausen zu machen. Aufzuhören,
Und ich bin noch dran, ich lerne das noch. Aber mich nicht trizen mit, das muss ich erledigen, das muss ich erledigen, das muss ich erledigen, sondern langsam zu sein, Schönheit zu sehen, einzuatmen, gute Düfte, leckeres Essen, meinen Körper zu hören. Ich habe heute gelesen einen Satz von Rupi, ich wusste, wie die heißt, Rupi Kaur, kann das sein? Der so eine Poetin, die auch ganz viel auf Instagram macht, wunderschöne Sachen. Und sie hat gesagt, das Wichtigste, sinngemäß, ne, sinngemäße aus dem Kopf rezitierte Erinnerung, das Wichtigste, was wir lernen, ist, ein Zuhause in uns zu finden, statt zu denken, andere Menschen könnten unser Zuhause sein. Sondern ein Zuhause in uns zu finden, indem wir Körper und Geist miteinander verbinden, was die intimste Verbindung ist, die wir eingehen können. Und hier ist die Basis für alles andere. Und ich dachte so, ja, Pausen machen verbindet uns mit dem Körper. Pausen machen bedeutet zuzulassen, dass wir fühlen, dass wir müde sind. Es nicht übertünchen, nicht überspielen. Sich hinsetzen und nicht ein schlechtes Gewissen haben. Nicht denken, was muss ich noch alles machen? Ich lerne das noch. Aber ich habe schon so viel gelernt davon. Ich bin schon so einen Schritt weiter zu letztem Jahr. Und letztes Jahr war ich schon so viel weiter als davor das Jahr. Es geht besser und besser. Und ich habe das Gefühl, jede Pause, die ich mir gönne, jeder Atemzug, den ich tiefer nehme, jeder Moment, wo ich hier morgens tanze, bevor ich auf die Yogamatte gehe, bevor ich eine Bowl kreisen lasse. Jeder Moment, wo mein Körper das bekommt, was sie braucht, ist golden und macht mein Leben leichter und heller. Und es ist nicht die Zeit, die wir da reinstecken. Es ist die Aufmerksamkeit. Ob das eine Minute ist oder fünf, es ist die Aufmerksamkeit, unserem Körper zu schenken und zu fühlen, wie es gut ist zu sitzen, welches Tempo schön ist zu gehen, welcher Sport gerade gut ist, versus abzuarbeiten. Und ich meine nicht mit dem Körper fühlen, dass du nur in deiner Komfortzone bleibst, aber zu warten auf die Lust, etwas zu tun oder auf die Lust, mit etwas fertig zu sein. Kennst du das, wenn ich manchmal morgens, nicht immer habe ich Lust auf mein Yoga und dann will ich manchmal erst Sachen machen und manchmal mache ich das auch, dann mache ich erst Sachen, aber der Tag ist nie gleich gut. Wenn ich erst auf die Matte gehe, ist besser, als wenn ich erst meinen Kram mache. Und dann, wenn ich mich dann bewege und zu mir komme und meinen Atem fühle und in diese Präsenz komme, es ist so ein Unterschied. Es geht darum, zu fühlen, was wir brauchen. Und manchmal ist dieser Morgen dann ein, ich weiß, wie es danach sein wird. Und das motiviert mich. Ich weiß, wie es danach sein wird. Jetzt habe ich vielleicht gar nicht Lust, aber ich weiß, danach wird es so geil sein. Und alles Dinge finden, wenn du Sport zum Beispiel machst, Sportarten finden, die sich nicht anfühlen wie eine Qual, vielleicht ein bisschen aus der Komfortzone raus sind. Und wo du danach schon weißt, es wird mega. Und dann einfach überlegen, wie werde ich mich danach fühlen? Und wissen, mega. Und dann loslegen. Ich habe in diesem Jahr noch was gelernt. Ich habe gelernt, noch mal mehr als vorher, meinem Instinkt zu vertrauen. Und zwar bei dem Thema Bowls. Ein paar Leute haben schon mitbekommen, es kommt im Juni jemand in meinen Podcast. Wir mussten den Termin leider verschieben. Evelina, bei der ich die Bowls für mich ausgesucht hat und mir vorgespielt und mir vorgestellt hat, mein Set, kommt in den Podcast und wird erzählen, warum Crystal Bowls, was sie besonders macht, wie sie dazu gekommen ist und so weiter. Das kommt noch, Leute. Bitte löchert mich nicht. Jetzt ein kurzer Moment nochmal in meine persönliche Geschichte damit. Bisschen habe ich ja schon geteilt. Das sind ja so 99,9% Kristall veredelt mit bestimmten Metallen und mit bestimmten Inhaltsstoffen wie Gold oder Diamant oder Platin oder. Und diese Bowls machen einen ganz besonderen Ton. Und ich hatte eine mit Lisa, die hier im Podcast war,
Lisa Pauly hatte ich zwei 1:1-Sitzungen, wo wir Öle benutzt haben, die doTERRA-Öle, und dann sie ein Soundbad für mich gemacht hat. Und ich war wie auf Wolken. Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Öle lassen mich ja sowieso nicht mehr los. Das war ja auch eine intuitive Geschichte. Wollte ich ja nie machen, die Sache mit den doTERRA-Ölen. Und hier ist sie. Fast 2 Jahre später. So glücklich, dass diese Öle da sind. So viel Support geben die mir in allen Belangen. Und jedenfalls hat mich das mit den Bowls nicht losgelassen. Und dann war das ein Prozess von, wenn ich intuitiv war, habe ich Evelina angeschrieben, habe gesagt, ich brauche, glaube ich, auch Bowls. Wir haben einen Termin gemacht. Vor dem Termin kam mein Verstand, ich habe wieder Schiss gekriegt. Ich wollte den Termin schon fast absagen, habe dann gedacht, naja, ist ja auch Quatsch, machst du mal. Dann hat sie mir erklärt, wie das läuft, dass sie mir die danach vorspielt. Ich so eine 1:1, wenn ich will, mit ihr buchen kann. Ich habe also dieses 1:1 gebucht, wieder aus der Intuition heraus, dann wieder kurz vorher Schiss bekommen. Dann das 1:1 gehabt, weil ich nicht absagen wollte so kurzfristig, dann sieht das ja so blöd aus, ne? Also mein Ego hat mich abgehalten, meiner Angst zu folgen. Schön, wenn das auch für was gut ist. Habe sofort geweint, als mein Bowl-Set gespielt wurde. Sofort. Eine Bowl wurde gespielt und ich musste so weinen. Und ich habe gespürt, oh mein Gott, das ist super. Dann habe ich gedacht, das ist so toll. Dann habe ich den Preis gehört. Dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Mein Kopf so, auf gar keinen Fall. Nein, also auf gar keinen Fall, Silja. Bist du verrückt geworden. Dann kam meine Intuition wieder und gesagt, dann halt ein kleineres Set, was du dir leisten kannst. Dann habe ich wieder einen Termin gehabt mit Evelina. Dann habe ich, oh Gott, das ist so, dann habe ich wieder Schiss gekriegt. Ich habe wieder nicht abgesagt, weil so kurzfristig sagt man nicht ab. Merkt ihr ein gewisses Muster da drin? Dann habe ich das gehört, wieder bei einer Bowl so geweint. Evelina hat mich dann aufgeklärt, dass das 3 Bowls sind, bei denen ich wieder geweint habe, die auch schon beim ersten Mal mit dabei waren. Sie hat einfach 2 Bowls weggenommen. Ich habe dann gesagt, okay, die 3 nehme ich, es kann nicht anders sein. Dann ging wieder mein Verstand danach an und meine Angst und ich habe gesagt, ich weiß nicht genau, ich muss noch mal eine Woche überlegen. Dann habe ich einen Tag später gesagt, doch, ich nehme das, als meine Intuition wieder Oberhand hatte. Dann habe ich gesagt, warte bitte noch mal einen Tag. So, also falls irgendjemand denkt, er wäre verrückt, wir sind alle verrückt. Dann hat Evelina gesagt, pass auf Silja, schön, dass du die Bowls nimmst, bitte hör dir nochmal diese 4. an, sie passt einfach so toll dazu, hat die 4. Bowl gespielt. Ich habe wieder geweint, gesagt, okay, ich nehme die 4. auch. Mittlerweile wusste ich, dass ich, wenn ich der Intuition folge, gute Dinge passieren. Ich weiß es eigentlich schon immer. Gute Dinge kommen in meinem Leben, wenn ich mich traue, meiner Intuition zu folgen, auch wenn es wahnsinnig scheint, verrückt scheint. Ich habe also einen Kassensturz gemacht, die 4. und auch die 5. Bowl gekauft. Habe dann wieder Angst bekommen, habe mit der Angst das Geld überwiesen. Weil weißt du was? Angst ist immer da bei jeder Veränderung. Das ist auch eine Lektion. Wenn du der Intuition folgen lernst, ist es normal, dass deine Angst größer wird. Aber weißt du was? Sobald der Glaube an deine Intuition, das Vertrauen in dein Bauchgefühl, in dein Herz größer wird als deine Angst, machst du es trotzdem. Und das ist der Moment, wo sich das Leben nochmal anders zu drehen beginnt. Und das habe ich gelernt, dass ich meiner Intuition folgen kann, weil die Bowls kamen hier an und ich kann dir nicht sagen, wie gut es mir damit geht. Und ich bin so, freue mich so darauf, im Herbst ein Album aufzunehmen mit den Bowls, damit sie auch vielleicht dir oder jemandem anderen gut tun können. Ich freue mich so darauf, die Soul Sessions zu machen und die Bowls mit Yoga und sanftem Yoga und Coaching zu verbinden. Ich freue mich darauf, was an Heilung bei mir passieren wird und bei anderen, die sie hören. Ich weiß einfach, dass es passieren wird. Also vielleicht magst du nach dem Podcast auch mal überlegen, wo du deiner Intuition noch mehr vertrauen kannst und wo du ihr schon vertraut hast. Und es war einfach mega. Es lief einfach gut. Was übrigens auch noch gut lief, sind Dinge, die ich spontan gemacht habe. Ich habe sehr spontan in diesem Jahr entschieden, ein bisschen ganz sanft, nur so lesemäßig, mehr über Astrologie zu lesen. Und das tut mir so gut, mehr über den Mond zu wissen, wenn Neumond oder Vollmond ist, habe ich jetzt schon 2-mal so kleine Rituale auf Instagram aufgenommen, die mir total Spaß machen.
Und euch auch gut, also mit den Leuten, die mitmachen, auch gut tun. Und ich habe mit Eckhart Tolle ein bisschen gelernt. Ich habe halt die tollen zwei Sessions mit Lisa Pauli gehabt. Ich habe mit einer Lehrerin gelernt, bin ich noch dabei zum Thema doTERRA, und danach werde ich noch was von einer anderen tollen Lehrerin lernen zum Thema Akupressur und doTERRA. Und ich liebe es einfach, wie viele tolle Menschen es gibt, die tolle Sachen können, und insbesondere tolle Frauen. Dafür bin ich so dankbar, dass wir uns alle gegenseitig finden, dass wir wie ein Netz aus Licht sind. Egal, ob man im Rampenlicht steht oder nicht so, ob man was Kleines oder Großes macht, ist ganz egal. Wir sind ein Netz aus Licht. Ich bin mit dir verbunden jetzt gerade, du mit mir und so weiter. Und all die Leute, denk mal an all die Leute in deinem Leben. Ich denke an die in meinem, die mir so viel Licht schenken, die mich Dinge begreifen lassen, für die ich so dankbar bin. Wie toll das ist, dass wir lernen und uns entwickeln dürfen, oder? Wenn wir mal vergessen, dass wir ankommen wollen, dass wir irgendwie besser sein wollen, wenn wir das mal kurz vergessen, einfach nur für die Freude zu lernen, wie toll. Ja, ich habe mir vorgenommen, das waren übrigens meine Lektionen. Ich habe noch zwei Sachen auf dem Herzen. Ich habe mir vorgenommen, das Leben mehr einzuladen mit 52, weniger ängstlich zu sein, noch weniger ängstlich. Es sind Leute gegangen, meine liebe Gastschwester Jenny. Ich bin so dankbar, dass ich in Amerika sein durfte und sie zu sehen. Es sind enge Familienangehörige verstorben vor kurzem, und es bricht mir das Herz, diese Traurigkeit zu sehen und zu fühlen. Und gleichzeitig fühle ich, wie stark wir alle sind. Der Fluss des Lebens will ganz gelebt werden. Es gehört zu diesem Zyklus dazu. Und manchmal, vielleicht klammern wir als Kultur auch das Sterben zu sehr aus. Vielleicht ist es wichtig zu wissen, dass Leute gehen. Und wenn ich an die denke, die gegangen sind, auch die schon vor langer Zeit gegangen sind, ob das meine Mama ist, meine Oma, meine andere Oma, meine Tante, meine Uroma, all die Menschen, die gegangen sind, dass sie in uns sind. Dass wir lauter Erinnerungen tragen und lauter wir eine Schatzkiste in uns haben, aus Erinnerung, aber auch aus Dingen, die sie uns mitgegeben haben, und dass dieses Leben ganz gelebt werden will, damit wir unser Licht auch weitergeben können. So als würden wir alle uns gegenseitig Infusionen geben. Jeder gibt den anderen eine Infusion. Und jeder darf sein, wie er ist, weil wir würden nicht funktionieren, wenn wir alle perfekt wären. Es ist so Quatsch. Wir müssen nicht funktionieren, du musst nicht funktionieren, ich auch nicht. Wir dürfen erstmal fühlen. Das macht uns menschlich. Wir dürfen uns verbinden mit unserem Körper, mit unserer Seele. Wir dürfen loslassen, was wir dachten, was wir sein müssen. Um das zu werden, was wir schon längst sind, das Licht, die Freude. Und ich habe etwas gelesen von Abraham Hicks. Das ist auf Englisch, deshalb versuche ich das auch zu übersetzen. Auf Instagram habe ich das gelesen. Ich kann das noch nicht mal mehr verlinken, weil ich habe das abgeschrieben und jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war genau. Wie der Account hieß, habe ich mich nicht abgeschrieben. Du wirst nie fertig werden und du kannst nie falsch liegen. Das Leben ist dafür gedacht, wunderbar zu sein. Und du bist die das erschafft. Du bist der fokussierende Mechanismus. Du bist hier in einer Umwelt, die das unterstützen wird. Wenn du eine Idee bekommst, dann verfolg sie nur für den Spaß daran. Wenn du es für irgendeinen anderen Grund machst, dann wirst du nicht verbunden sein mit deiner Seelenenergie, mit der Energie der Quelle des Universums. Ist das nicht schön? Dinge nur tun, weil sie Spaß machen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, man muss Geld verdienen oder so. Ja, mag sein. Aber was, wenn du jeden Handgriff ansonsten nur tust, weil er Spaß macht? Der Spaß, wenn man einkauft. Der Spaß, wenn man sauber macht. Also die Dinge tun, wenn du die Energie hast,
und die Möglichkeit, dass es ein schöner Moment in deinem Leben sein kann. Die schönen Momente nicht für den Urlaub lassen, nicht fürs Rumliegen, sondern das ist ja etwas in unserem Kopf, was wir kreieren, dass das dann besonders toll ist, sondern jeden Moment kreieren, dass er so gut ist, wie es gerade geht, so verbunden ist mit unserem Körper, wie es gerade geht, das alles fühlen, Trauer und Frust und Freude und Hoffnung und Ärger und alles fühlen, laut lachen, laut weinen und gleichzeitig an keinem hängen. Keines zu nicht denken, irgendeine deiner Emotionen und seien sie noch so eine starke Angewohnheit, wären du. Du bist das Licht dahinter, die Leinwand, auf die das Leben seine Farben wirft. Und apropos Energie, eine zweite Werbeunterbrechung gibt es, weil heute kommt das Chakra Love Album raus. Es ist da. Also morgen kommt es raus an meinem Geburtstag, aber es ist am 20. da. Es ist verlinkt in den Shownotes. Und es sind 8 so besondere, so besondere Meditationen fürs Wurzelchakra, um dich zu erden. Für dein Sakralchakra, um in die Leichtigkeit, in den Fluss deiner Kreativität zu kommen. Für dein Manipura-Chakra, wann immer du Selbstzweifel hast oder in Tatkraft brauchst. Für dein Herzchakra, wenn du Mitgefühl, Weite fühlen willst, Liebe fühlen willst. Für deinen Hals, um dich zu reinigen, um die Klarheit zu bekommen, um authentisch zu werden. Für deine Stirn, für dein Stirnchakra, um dich mit deiner Intuition zu verbinden, zu verstehen, dass da mehr ist. Mit deinem Kronenchakra, um zu fühlen, dass du Teil von etwas Größerem bist. Mit eine 8. Meditation für deine Aura, für das Feld deiner Energie. Und sie sind wunderbar vertont. Es gibt zu jedem Chakra eine 3-seitige PDF mit Affirmationen, Informationen rund um das Chakra, was du noch so tun kannst, wie sich das zeigen kann, emotional, körperlich, in meinem Verständnis. Und dann gibt es, Achtung, es ist ein ganzes Paket, gibt es 2 Workshops. Ich wollte erst nur einen machen. Dann habe ich gedacht, ich muss einen zweiten machen, dann muss es aber teuer werden. Jetzt nein, es gibt 2 Workshops, der Preis ist der gleiche geblieben. Aber nur im Mai. Und glaube ich. Mal gucken. Und es gibt 2 Workshops. Die werden beide aufgezeichnet. Die ergänzen die Kursseite. Bei dem einen wird es etwas mehr um energetische Übungen gehen, bei dem anderen etwas mehr um Coaching-Übungen, sodass du das Konzept der Chakren, der Energiesteuerung für dich selber noch besser hoffentlich verstehen kannst. Bitte guck dir das an. Ich bin so stolz darauf und ich wünsche mir, dass es dir gut tut. Du fühlst, dass es dich ruft. Wenn nicht, dann lässt es sein. So, und das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir fürs Hiersein, fürs Du-Sein, fürs Auf-dem-Weg-Sein. Schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat. Schick sie jemandem, den du denkst, wo du denkst, dass dem könnt's gut tun, der könnt's gut tun. Tag mich, im Social Media freue ich mich. Sterne auf Spotify sind sehr willkommen, auf iTunes sind sehr willkommen. Dann finden mehr Leute meinen Podcast. Auch jede Rezension ist wertvoll auf iTunes, wer sich die Zeit nimmt. Und wenn du mein Buch noch nicht kennst, bitte check mein Buch. Ich bin so stolz darauf. Und ich schicke dir einen lieben Gruß. Danke, bis bald. Hey und pst, es gibt einen neuen Podcast von mir, der ursprünglich auf einer von mir geschaffenen Kursplattform nur zur Verfügung gestellt wurde. Er heißt Zurück zur Natur und ich beschreibe darin, wie ich ätherische Öle und Supplements nutze und was ich den Leuten, die das mit mir entdecken, rate. Wenn du also Lust hast, auf diesem Weg auch mir ein bisschen zuzuhören, dann findest du Zurück zur Natur überall da, wo du auch diesen Podcast findest. Viel Spaß beim Zuhören.